Rafael van der Vaart hat über Jahre hinweg den niederländischen Fußball geprägt und hinterließ auch in der Bundesliga einen bleibenden Eindruck. Nach einer ereignisreichen Karriere mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen, beendete der Spielmacher im Alter von 35 Jahren nun seine aktive Laufbahn. Eigentlich hatte der offensive Mittelfeldspieler vorgehabt, seine Karriere beim dänischen Erstligisten Esbjerg FB ausklingen zu lassen. Erst in diesem Sommer war er von Ligakonkurrent FC Midtjylland zum Ligarivalen gewechselt und hatte dort einen Einjahresvertrag unterschrieben. Da er sich bei seinem neuen Club jedoch eine schwere Verletzung zuzog, entschied der Routinier, seinen geschundenen Knochen diese Qualen nicht länger zuzumuten. Fußballprofi Rafael van der Vaart hat seine Laufbahn mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Als Grund nannte der 35-jährige Niederländer eine neuerliche Verletzung, MDR aktuell, Edmund aktuell, 5. November 2018, eigentlich wollte ich noch als Opa Fußball spielen, aber das schaffe ich nicht mehr, so der 109-fache niederländische Nationalspieler gegenüber der Telegraph. Dabei erklärte der Mittelfeldakteur, dass es für ihn wichtig sei, ein wichtiger Faktor zu sein. Wenn ich spiele, will ich meinem Club helfen, weiterzukommen. Ich bin hier nicht in der Rehabilitation, sondern um Fußball zu spielen. Das Vergnügen hört irgendwann mal auf und dem Punkt will ich zuvorkommen, so van der Vaart. In seinen zwei Engagements für den Hamburger SV bestritt der Niederländer insgesamt 199 Pflichtspiele für die Hanseaten. Dabei konnte er stolze 66 Treffer und 55 Torvorlagen beisteuern. Insbesondere in seiner ersten Zeit bei den Rotosen galt er als absoluter Publikumsliebling und sorgte durch seine großen technischen Fähigkeiten für viele offene Münder. Zuvor hatte van der Vaart bereits seine Länderspielkarriere beendet. Gestartet hat der Offensivspieler seine Karriere bei Ajax Amsterdam. Es folgten Stationen bei internationalen Spitzenclubs wie Real Madrid und den Tottenham Hotspur. Sein größter internationaler Erfolg war jedoch das Erreichen des WM-Finales im Jahre 2010, als sich die Elftal Spanien geschlagen geben musste. In Zukunft will der Familienvater nun wieder mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen.